So, wir sind jetzt auf dem Weg zum Rüstungskonzern Rheinmetall. Wir haben auch ein Gastgeschenk dabei, und zwar ein ausgebranntes Autowrack. Rheinmetall steht für uns stellvertretend für alle Rüstungskonzerne, die derzeit Waffen in aller Welt verkaufen. Und wir wollen ihnen ein Mahnmal vor die Tür stellen. Ein Mahnmal, was verdeutlicht, was ihre Waffen in aller Welt anrichten. Willkommen. Wir stehen hier vor der Zentrale von Rheinmetall. Das ist der größte deutsche Rüstungsexporteur. Rheinmetall macht ein blutiges Geschäft, und wir wollen, dass es an die Öffentlichkeit kommt. Und dieses Auto steht stellvertretend für die viele Zerstörungen, die Munition und Waffen aus dem Hause Rheinmetall weltweit anrichten. Rüstungsexporte sind ein Geschäft mit dem Tod. Paul Celan sagte mal, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Wir als Linke wollen da nicht tatenlos zusehen. Wir machen uns stark für einen generellen Stopp sämtlicher Rüstungsexporte. Auch in Afrin war es so, dass die Türkei dort einmarschiert ist und mit Leopard-Panzern. Und wir wissen, dass zum Beispiel diese Panzer ausgestattet sind mit Munition und Kanonen der Rheinmetall-Produktionsstätten. Und wir finden es ein Skandal, wenn in alle Welt Leid gebracht wird mit Waffenexporten, mit Panzern, mit tatsächlich einem Geschäft, was nur auf Blut aufgebaut ist. Die Menschen, wo die Bomben niederfallen, haben nicht die Chance, darauf hinzuweisen, dass es sich hier womöglich um Privatgelände handelt, dass da womöglich Menschenleben draufgehen. Die werden einfach betroffen von den Produkten ihrer Firma. Mein Mr. Kenntnis. Wir werden uns natürlich auch weitere Orte angucken, an denen auch ähnliche Waffen produziert werden, die ähnliches Leid in der Welt verursachen. Und jeder, für den der Profit alles, das Wohl und Wehe von Menschen, aber auch von Natur nichts sind, der sollte gewarnt sein. Das war die erste Lieferung. Mal sehen, wen wir als nächstes besuchen werden.